und du hast dich so gut versteckt. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Diffus. Mein Name ist Jan Müller. Vielleicht kennen mich manche von der Band Tokotronic oder auch von meinem Podcast Reflektor. Heute aber hier in anderer Funktion, denn ich treffe mich mit Paul Pötsch von der Band Trümmer. Ja, schön, dass wir hier in Berlin zusammenkommen, über den Dächern, in der Nähe der Oberbaumbrücke. Ja, es freut mich. Ich freue mich auch sehr. Mein Podcast Reflektor ist ja ein Audioformat. Das habe ich eigentlich auch ganz bewusst so gewählt, weil ich finde, das schafft so eine schöne Konzentration. Das heute ist eine neue Herausforderung hier mit Kameras und Bild. Wie geht dir das denn eigentlich? Ist das für dich, findest du es einfacher, gefilmt zu werden beim Sprechen? Oh, ich meine, du hast ja auch Schauspielerfahrung, anders als ich. Wie fühlt sich das an? Also der große Unterschied ist, dass man ein bisschen länger vorm Spiegel steht morgens und überlegt, was ziehe ich an, was ist cool, was passt zum Image. Ich hoffe, das ist mir einigermaßen gelungen. White Mountains, New Hampshire. Genau, das ist so ein süßer Waschbär heute. Hemp. Das ist der einzige Unterschied. Ja. Ich finde, das hat beides seine Reize, ehrlich gesagt. Ich finde es auch schön, wenn man irgendwie was fürs Radio macht, dann hört man das abends und da ist man nochmal so anders konzentriert, wenn man nur so eine Stimme hat. Das finde ich auch immer toll. Aber das kriegen wir schon hin heute. Ja, hier sitzen wir auf jeden Fall sehr schön. Schönen Ort habt ihr ausgewählt. Ich habe mich nämlich schon auseinandergesetzt mit eurem neuen Album. Dem neuen Album von Trümmer. Früher war gestern. Eine dumme Frage wäre, warum hat es 5 Jahre gedauert? Die stelle ich natürlich nicht, sondern... Kannst du auch gern stellen. Nee, mache ich aber nicht, weil ich finde, gut Ding will Weile haben. Ja. Und ich möchte viel mehr gratulieren zu dem neuen Album. Ich finde es sehr schön, sehr gelungen. Danke. Ich habe mich auch gefreut, wieder was von euch zu hören. Ihr wart ja auch alle nicht untätig in der Zeit. Ich finde, das Album klingt einerseits sehr vielseitig, aber doch... ist es auch schlüssig, dass es diese vielen verschiedenen Facetten hat. Und vor allen Dingen, es macht großen Spaß, das von Anfang bis Ende durchzuhören, weil es in sich auch eine ganz schöne Dramaturgie trägt. Wann habt ihr denn angefangen, an dem Album zu arbeiten? Also das erste Stück habe ich geschrieben Ende 2019. Und dann 2020 über haben wir geprobt und arrangiert. Und dann 2021, Anfang dieses Jahres, aufgenommen. Ich glaube, manche Menschen denken ja auch immer, man geht so ins Studio, dann nimmt man was auf, was einem gerade so in den Sinn kommt. Aber es ist schon, man braucht schon seine Zeit. Man braucht Zeit und wir haben uns dieses Mal die Zeit auch genommen. Wir hatten zur zweiten Platte ziemlich Druck auf der Pfanne, ehrlich gesagt, weil die erste Platte wurde gut besprochen und so. Und dann sollte relativ schnell die zweite kommen. Und die Situation wollten wir vermeiden, wir wollten uns Zeit lassen. Wir haben wirklich so konzentriert gearbeitet wie wahrscheinlich noch nie. Und genau. Mhm. Ja, es ist das dritte Album, 2014, das erste. 2016, das Interzone. Ja. Das ist übrigens ein Album, was mir auch sehr gut gefallen hat, weil es so anders war als das erste. Das Cover finde ich ganz toll. Das erinnert mich an so einen John Carpenter-Film, Christine oder sowas. Und Videos fand ich auch schön. Grüße aus der Interzone. Und ihr habt euch ja damit sehr weit von dem Debüt eigentlich entfernt. Und ich finde, jetzt kommt ihr so ein bisschen wieder in so eine etwas engere Indie-Rock-Richtung mit dem Album. War es eigentlich schwer, von Interzone ausgehend, also von so einem Album, was so ganz neue Formate gesucht hat, was ja bis in den Funk reinging mit Stücken wie Nitroglycerin. Ja. War es schwer, von diesem Album ausgehend jetzt wieder was zu machen? Nee, überhaupt nicht. Es ist eigentlich eher so, zwei Schritte zurück sind sozusagen einer nach vorne gerade. Ne? Also mit der zweiten Platte wollten wir bewusst nicht eine Indie-Band aus Hamburg sein und sozusagen das erzählen, was schon oft erzählt wurde, wir wollten irgendwas Neues ausprobieren und haben uns ein bisschen auch auf Glatteis bewegt damit und sind vielleicht auch ein bisschen ausgerutscht, aber das fanden wir spannender, als sozusagen die erste Platte nochmal zu machen. Ne? Wieso ausgerutscht? Wieso Glatteis? Wir haben mit Pop geflirtet, wir haben alles getrennt aufgenommen, es war keine Live-Aufnahme und wir haben dann jetzt mit etwas Abstand gemerkt, dass uns dieser direktere Live-Sound besser steht. Ne? Deswegen haben wir die neue Platte komplett live aufgenommen. Und, wo habt ihr sie denn eigentlich aufgenommen? Wir haben sie aufgenommen, da wo wir auch die Erstplatte aufgenommen haben. Das ist so ein Gutshaus in Schleswig-Holstein, was den Großeltern von unserem Schlagzeuger Max gehört. Und es ist wahnsinnig toll, weil es ist so ein Haus, was für sich alleine steht und man kann da wahnsinnig laut sein und es juckt niemanden. Ja. Ne? Und wir wollten zurück zu diesem dreckigeren, direkteren
Sound und haben gemerkt, dass der Sound der zweiten Platte für die damalige Zeit gut war, aber dass wir jetzt wieder was anderes brauchen und suchen. Und findest du, dass das einer Produktion dienlich ist, den Ort zu verlassen, wo man eigentlich wohnt und vielleicht rauszugehen aufs Land? Also in dem speziellen Fall ja, weil es hat jeder sein Zimmer da. Das heißt, man geht sich danach nicht mehr. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Man geht sich nicht mehr so auf die Nerven danach. Ja. Wobei wir auch befreundet sind, das hetzt, es ist schon alles in Ordnung. Ich finde das super. Ja, ich finde das toll, ja, woanders hinzugehen. Vor allem, das ist ja eigentlich ein Wohnhaus und wir haben das umgebaut zum Studio. Also es ist eher so eine sehr spezielle, tolle Atmosphäre da. Wir haben das zweimal gemacht mit Tokotronic in den 90ern noch. Da waren wir in Frankreich, in einem sehr schönen Studio, im Blackbox-Studio. Aber jedes Mal ist einer von uns, ich sage nicht wer, also einer ist immer durchgedreht und dann haben wir beschlossen, wir wollen das jetzt nicht noch ein drittes Mal riskieren. Aber es waren trotzdem, ich fand es auch eine tolle Zeit, tolle Aufnahmen. Du hast ja aber, wo wir vorhin meinten, es hat ein paar Jahre gedauert, ihr wart ja, und ich sagte ja schon, ihr wart alle nicht untätig. Du hast ja 2019 zusammen mit Carsten Meyer, Aerobik und Lea Konert ein Theaterstück gemacht auf Kampnagel, was sich mit DDR-Musik auseinandersetzt. Wir treiben die Liebe auf die Weide. Ja. Hat das auch das Album beeinflusst? Auf jeden Fall. Also ich fand die Arbeit mit Carsten wahnsinnig inspirierend, weil es ein super toller Musiker ist, der auch handwerklich einfach mehr auf dem Kasten hat als ich. Und es war sehr herausfordernd, diese Stücke sich anzuschauen. Wir haben Stücke gemacht von Manfred Krug zum Beispiel, was so Jazz-Arrangements sind und so. Und diese Akkorde auf der Gitarre zu spielen, diese Stücke raufzuschaffen, die neu zu arrangieren und so, das war eine unglaubliche Herausforderung und hat mich aber auch inspiriert dazu, irgendwie nochmal neu über Songs nachzudenken und auch über Songwriting. Was ja in Indie-Kreisen so ein bisschen verrufen ist. Ne? Da hat man ja Handwerk lange verpönt. Und ich fand das, das hat mich unglaublich nach vorne gebracht, die Arbeit mit Carsten. Und es gab ja noch was Wichtiges. Da waren wir auch zusammen auf Tour. Seit 2017 bist du ja in der Band von Ilgen Nur. Genau. Ja. 2018 wart ihr Support für unsere Tour bei Die Unendlichkeit. Und diese Zusammenarbeit dauert ja auch noch an. Ja. Und es ist ja so, eigentlich jeder von euch macht ja andere Sachen. Tammo, vor allen Dingen so hinter den Kulissen, wenn ich das richtig verstehe, er macht ja das Euphorie-Label, was auch irgendwie sehr interessante Sachen. Das Management-Agentur eigentlich, ne? Kümmert sich zum Beispiel um Leoniden und... Genau, und gibt auch so ein bisschen Starthilfe für Leute, die neu anfangen, ne? Sich so zurechtzufinden in diesem Dschungel, in dem wir uns bewegen hier. Ja. Und euer Gitarrist Helge Hasselberg ist Produzent auch, hat ja auch zum Beispiel die ersten beiden Alben der Leoniden gemacht und auch euer Album. Ja. Ist das eigentlich, wie ist das eigentlich? Das hat ja auch Gründe natürlich einerseits bestimmt, weil ihr vielseitig interessiert seid, aber auch weil man natürlich, das spreche ich ja ein offenes Geheimnis aus eher, man kann jetzt auch von so einer Indie-Band, es ist schwer davon, dass es vier Leuten ein Leben ermöglicht. Also es hat ja auch pragmatische Gründe. Hat pragmatische Gründe, aber es ist, also man will nicht alles auf diese Karte setzen, weil es einem unklug vorkommt und auch nicht immer klappt. Es klappt phasenweise und dann klappt es auch wieder nicht, so wie es halt ist. Aber es hat jeder andere Standbeine und das ist total gut, weil jetzt auch diese 5 Jahre, die vergangen sind, jeder seiner Sache nachgegangen ist und diese Erfahrung aber in die Band wieder reinholt. Und plötzlich ist es so, als ob du ein Zimmer nach längerer Zeit mal wieder lüftest und es kommt so frische Luft rein und jeder hat so neue Sachen, die er interessant findet oder weiß oder plötzlich kann. Mhm. Ja, so Helge mit seinen ganzen Produktionstricks und auf einmal hat er da neue Sachen am Start und so. Ich habe neue Inspiration auch durch Ilgen sehr viel bekommen, durch die Arbeit mit Ilgen, weil ich finde, dass sie eine Art und Weise hat zu Texten, die keine Angst hat vor einer direkten Emotionalität. Also sie verklausuliert sich gar nicht und ist nicht, versteckt sich nicht hinter einer intellektuellen Fassade oder so. Und das fand ich für unser Album jetzt auch wahnsinnig spannend, tatsächlich es zu versuchen, emotional zu sein auf Deutsch, ohne dabei peinlich zu sein. Weil sie singt ja Englisch, sie macht sehr schöne Texte, finde ich auch. Ich hatte sie auch für Reflektor interviewt und mich dann mal wirklich intensiv damit auseinandergesetzt. Das ist ja so bei englischen Texten, die nimmt man ja eher so hin und bei deutschen Texten hört man ja dann doch irgendwie unmittelbar genauer hin. Und sie schreibt viel einfach über ihre private Erfahrungswelt so, aber es klingt dann so universell oft, dass man sich selber auch daran wiederfinden kann. Das fand ich wahnsinnig inspirierend und spannend. Ne? Und auch so Gefühle wie Verletzlichkeit und Schwäche zuzulassen, ne? Und das alles in so eine Rockband zu übertragen, da ging richtig was los, da ging richtig neue Möglichkeiten für mich loszuarbeiten. Wir sprechen da noch drüber, auch über die Texte des Albums.
Zunächst interessiert mich aber, ihr habt ja mit Helge, mit eurem Gitarristen, den Produzenten in der Band, wie ich schon erwähnte. Ja. Ist das nicht wahnsinnig schwierig? Es ist wahnsinnig schwierig und es hat durchaus Konfliktpotenzial. Aber wir haben ja auch quasi den Manager auch in der Band. Stimmt. Durch Tambo mit dem Euphorie-Label. Ja. Und wir haben auch den Arzt in der Band, weil Max hat als einziger einen vernünftigen Beruf, unser Schlagzeuger. Der ist Arzt. Der ist hier in Berlin tatsächlich Kardiologe. Kardiologe. Okay, dann, das ist ja gut. Das ist immer wichtig, das ist immer wichtig zu kennen. Ja, genau. Der kennt sich auch gut damit Beats aus. der Carlo, der erlaubt. Ach, das passt ja bestimmt. Nee, aber das Ding ist, wir kennen uns jetzt auch schon über 10 Jahre. Mhm. Und das kennst du ja vielleicht auch, wenn man so lange zusammen, ihr seid ja noch viel länger zusammen, wenn man so lange zusammenarbeitet, dann kennt man sich irgendwann auch gut. Und man kennt die ganzen Fallstricke und man kennt die Ticks des anderen, weiß die einzuordnen. Und hat sich gegenseitig auch schon in absurdesten Situationen erlebt. Und das ist toll. Durchaus, ja. Und das ist toll, dass so eine Freundschaft so belastbar ist. Und deswegen weiß man um die Fallstricke, die da sich befinden und kann die auch mittlerweile gut einordnen. Und was sagst du zu dem Problem? Das klingt ja jetzt auch so, jeder hat so den Part in der Band, da gibt es den Produzenten, da gibt es jemanden, der sich eher vielleicht um die Organisation kümmert und du bist, nehme ich an, der Songwriter und Texter. Und kann es nicht auch problematisch sein, dass damit auch die Kommunikation in der Band alarmt dann, wenn so jeder sein Feld gefunden hat und man... Nee, bei uns ist so eine Aufgabenteilung nach dem Motto 4 Chefs und 4 Praktikanten sozusagen. Es hat jeder seinen Kernkompetenzbereich, aber es ist gleichzeitig so, dass jeder ein Vetorecht hat. Also wenn wir jetzt dann noch bei der Platte nach dem Prinzip gearbeitet, wenn irgendjemand was blöd findet, eine Melodie oder ein Text oder auch im Artwork oder so, dann wird es nicht gemacht. Und das ist mir wichtig, diese Gleichberechtigung. Okay, also es ist nicht, es gibt ja auch Bands, bei uns ist das irgendwie unklar. Ich glaube auch so am ehesten das Konsensprinzip. Aber es gibt ja auch Bands, die wirklich knallhart abgestimmt wird und es dann Mehrheit und Minderheit gibt. So ist es bei euch nicht. Diese Abstimmungssituation hatten wir früher. Ja. Das hat oft zu Konflikten und zu Verzettelungen geführt. Und dann hat man irgendwie was Halbgares gemacht. Dann ist halt die Minderheit immer unzufrieden. Ne? Ja, das ist ungut. Die Mehrheit auch, alle. Ja, und jetzt ist es so, wenn man dieses Vetorecht hat, dann hast du sichergestellt, dass es auf jeden Fall, was zum Schluss rauskommt, das passt dann schon. Ich glaube, wenn jeder so das Verantwortungsgefühl hat, davon vorsichtig Gebrauch zu machen, dann kann das gut funktionieren tatsächlich. Ja, ich meine, ihr kennt euch jetzt ja auch schon, ich weiß nicht, 2012 habt ihr euch gegründet. 2012, ja. Also, und wahrscheinlich kanntet ihr euch schon vorher oder habt ihr euch da direkt kennengelernt? Wir kannten uns schon vorher auch, Also jetzt auch schon über 10 Jahre fast. Ja. Das war so die Zeit, wo ich gerade Hamburg den Rücken kehrte, hier nach Berlin ging. Deshalb habe ich euch damals gar nicht so gleich so mitbekommen. 2013, das weiß ich noch, sah ich euch auf dem Deichbrand. Da hattet ihr noch hier Flo Dürrmann. Von Kante. Ja. Von Kante an der Gitarre. Stimmt, ja. Da dachte ich, was macht ihr da mit den jungen Menschen auf der Bühne? Ich fand es ganz toll und euer Album habe ich dann natürlich auch aufmerksam gehört. Wieso habt ihr euch in diesem Jahr, ich meine, ich glaube 2012 war der größte Hit des Jahres, war Tage wie dieser von den Toten Hosen und so im Pop-Bereich, war ansonsten, ging es ja eher im Hip-Hop-Bereich, ich glaube das war das Jahr von Crow und so. Also ich finde so, die Popmusik war so in alle Bereiche so ein bisschen abgesichert, abgesteckt. Mhm. Und wieso habt ihr euch in diesem Jahr entschlossen, eine Gitarrenband, eine Indie-Band ja im Grunde zu gründen? Ich bin ja nach Hamburg gezogen, glaube ich, 2009 oder 2010. Mhm. Und ich komme ja aus Brandenburg, vom Dorf. Und habe danach aber im Schwarzwald lange gelebt, auch auf dem Dorf. Und habe eigentlich in der ganzen Zeit sozusagen in so einer Art sehnsüchtigen Haltung gegenüber der Großstadt gelebt. Also ich kannte Hamburg und Berlin so von Besuchen, aber habe da natürlich nie gelebt. Und das war immer so eine Projektionsfläche für mich. Ne? In der Großstadt, da passieren interessante Dinge, da treffen sich interessante Menschen, da werden Dinge verhandelt, da passiert was. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen und irgendwie war aber sozusagen so ein bisschen die Luft raus sozusagen. Also diese extreme Erwartungshaltung, die ich über Jahre im heimischen Kinderzimmer aufgebaut hatte, die wurde so ein bisschen enttäuscht. Gab es da so spezielle Orte, die du dachtest, weil hier wird es interessant sein? Oder? Na, ich habe natürlich sofort den Golden Pool Club aufgesucht, der auch interessant war. Es ist ja auch immer noch ein toller Ort. Aber insgesamt hatte ich so ein bisschen das Gefühl, gerade auch durch die krasse Gentrifizierung, die damals ja
auch schon in vollen Zügen waren, jetzt noch schlimmer ist, dass viele interessante Orte auch verschwinden. Und daraus hat sich so eine Mischung aus Enttäuschung, Wut und gleichzeitig Aufbruch entwickelt. Ich habe damals auch direkt neben den Esso-Hochhäusern gelebt, die da dann abgerissen wurden. Und da gab es ja dann auch die ganze Recht auf Stadtbewegung und so. Und diese Gemengelage aus sozusagen eigenen Fantasievorstellungen, was eine Stadt ist, der Recht auf Stadtbewegung, die dann entstanden ist, und gleichzeitig diese Enttäuschung, die ich gerade beschrieben habe, das hat irgendwie alles dazu geführt, dass das musste irgendwie raus. Mhm. Und das probate Mittel war Indie-Rock, weil einerseits ist das nicht schwer zu machen, das kriegt man relativ schnell hin, wenn man einigermaßen eine Gitarre halten kann. Ja, aber ich sag mal so gegen Hip-Hop, ne? Wo du irgendwie ein Programm hast und ins Mikro ein bisschen was quatschen musst, ohne jetzt despektierlich gegenüber diesem Genre sein zu wollen, ist es ja doch viel komplizierter. Also so ging mir das so in den ersten Jahren von Tokotronic. Boah, wo muss man hier greifen und warum hält man dieses Instrument? Also es ist ja, so leicht ist es auch nicht. Leicht ist es auch nicht. Meine erste große musikalische Liebe war auch mit 13, 14 tatsächlich absolute Beginner. Also die St. Pauli-Hamburg-Fährte war schon gelegt. Ah, okay. Dann, ich muss es auch einfach einmal sagen, dann kam eine sehr, sehr, sehr schwere und sehr lange Tokotronic-Phase, die eigentlich nie wirklich aufgehört hat. Freut mich sehr. Insofern war die Fährte gelegt und die wichtigen prägenden Jahre, sagen wir mal, bei 15 bis 18 war definitiv Indie-Rock und Gitarrenmusik. Mhm. Und dann gab es ja auch das große Garage Revival in den 2000ern mit Strokes, Yeah Yeah Yeahs, Libertines, die ganze... Das war eine ganz schöne Zeit. Das habe ich auch schon mal irgendwo gesagt. Ich bin den Strokes so dankbar, weil die irgendwie die Gitarrenmusik wieder in den Fokus gebracht haben und plötzlich interessierten sich junge Menschen wieder dafür. Voll. Und das war die Zeit, wo wir so richtig jung waren, wo man so 16, 17 war. Und das hat einen so dermaßen geprägt und hat bis heute eigentlich mein Bild davon geprägt, was ist cool. So, wie zieht man sich an? Wie gibt man sich? So, und dieses latente Dagegensein, was bei den Strokes ja immer noch auch noch ein Thema ist, nur dieses so nicht einverstanden sein, so, das hat uns alle bis heute eigentlich geprägt. Deswegen war das klar, das kann nur diese Art von Musik sein. Und man hat versucht, das irgendwie so nachzumachen eigentlich. Ja. Ich glaube, man kann sich das wahrscheinlich auch gar nicht so aussuchen. Und gerade wenn man ein junger Mensch ist, dann überlegt man sich ja jetzt nicht so, mache ich das oder das. Man macht das ja sehr impulsiv auch, glaube ich, ne? Macht das sehr impulsiv und man versucht eigentlich so die Leidenschaften, die man selber gefühlt hat als Teenager, irgendwie nachzubauen. Mhm. So, und das nachzuahmen, was die Strokes ja auch gemacht haben, letzten Endes ja auch den New York Sound aus den 70ern irgendwie nachgebaut. Ja, und dann durch so eine Kopie entsteht dann plötzlich was Eigenes. Ja, das ist das Schöne. Ja. Ja, und wenn eine Band dranbleibt, dann finde ich, wird es interessanter. Ich bin ja kein Freund dieser These, die sagen mal, oh, das erste Album dieser Band, das war noch das Ding. Ja. Und jetzt sind sie aber im Indie-Rock immer, jetzt sind sie mainstreamig geworden, glatt geworden. Ich finde eigentlich, die meisten Bands werden interessanter, so auch ihr. Und deshalb möchte ich jetzt auch gern zu eurem aktuellen Album kommen, ein paar Fragen. Früher war gestern. Ja. Also was heißt interessanter? Sie werden Debüts haben, natürlich was Magisches immer. Aber wenn man eine Band verfolgt, dann ist das ein großer Gewinn für einen als Hörer, finde ich. Im Opener eures Albums, Wann, wenn nicht, singst du, die Utopien sind hinweggefegt, zurück bleibt eine Wüste der Banalität. Und ich denke, ist es wirklich zu spät? Die alte Welt ist abgebrannt, die neue liegt in unserer Hand. Nichts muss so bleiben, wie es ist. Ich wäre so gern ein Optimist. Das klingt etwas ernüchternd, finde ich erstmal so. Die Dinge anders zu denken, die Utopien nicht aufzugeben, war ja eigentlich immer ein wesentlicher Teil von Trümmer. Ja. Hat sich das geändert bei euch jetzt? Nee, es hat sich überhaupt nicht geändert. Ich fand es nur gut, eben auch in Text zu fassen, dieses Gefühl, was man oft selber hat, diese Ohnmacht einfach, wenn man sich mit Themen wie beispielsweise den Klimawandel beschäftigt. Also der Text ist entstanden nach der Lektüre des Buchs Vom Ende des Klimawandels von Lisa Neubauer. Wo sie die ganze Zeit so unterscheidet zwischen, ja, es gibt eine optimistische Sicht darauf, wir schaffen das schon irgendwie alles, es gibt eine pessimistische Sicht darauf, wir werden es auf gar keinen Fall schaffen. Und dann hat sie einen dritten Begriff eingeführt, des Possibilitismus. Also im Rahmen der Möglichkeiten das Beste hervorbringen. Das schien mir aber ein bisschen unsingbar. Aber ich wollte eigentlich so diese Zerrissenheit zwischen diesem Gefühl von, hey, wir müssen es zusammen hinkriegen, weil sonst sind wir echt Fakt. Aber andererseits diesen erschreckenden Fakt, wie zum Beispiel den neuen Weltklimabericht, wo gesagt wird, ey Leute, wir müssen echt was tun. Diese Zerrissenheit irgendwie einzufangen, das war mir wichtig. Und außerdem finde ich es auch in Musik immer spannend und ziemlich geil, wenn du so ein Abtempo-Rockstück hast wie dieses, was sozusagen von der Musik her irgendwie empowernd ist und Bock macht und Laune macht, aber im Text andere Töne
zur Geltung kommen. Und das ist immer so beim, also so beim Hören ein psychologischer Effekt, den ich sehr mag, dass das so auseinanderdriftet so ein bisschen. Weil die Musik sagt ja, hey, wir kriegen es hin. Der Text sagt, naja, wir müssen uns aber auf jeden Fall zusammen anstrengen dafür. Mhm. Ja, so dieses Kontrapunktische würde ich es nennen, finde ich auch ganz toll. Ja. Auch in Filmen so. Ich komme mal zum weiteren Song, Scherben heißt der. Da singst du, und es geht so viel um früher und viel zu wenig um jetzt, doch wer am lautesten schweigt, hat nicht automatisch recht. ich habe ohnehin den Eindruck, auf dem Album tanzen so die Zeitebenen umeinander. Es geht sehr viel ums Jetzt einerseits, aber auch um die Vergangenheit, den Blick auf die Vergangenheit. Und du sprachst eben schon den Klimawandel an. Seit eurem letzten Album hat sich ja viel getan. Es gibt eben soziale Bewegungen wie Fridays for Future, die sich ums Morgen drehen und auch sehr wichtig sind für uns alle, würde ich mal sagen. Und insbesondere für die nach uns kommenden Generationen. Allerdings finde ich, sieht man auch, wie schnell das kippen kann, wenn man sich anguckt, wie jetzt zum Beispiel die benachbarte Bewegung Extinction Rebellion, wie viel undemokratisches Potenzial die in sich tragen und auch so Hang zum Antisemitismus. Wie nimmst du diese neuen Formen des Protestes wahr? Also als wir damals angefangen haben, war ja das große Thema von uns, wo ist dieser Protest? Man hat sich eigentlich danach gesehnt. Es gab eigentlich keine Jugendkultur, es gab ein richtiges Vakuum. Man hat sich eigentlich begonnen, sich sozusagen gemütlich zu machen. Da war nur noch der Bachelor eigentlich für junge Leute, oder? War mein Eindruck. Ja, ich habe leider nur ein paar Mal eine Uni von innen gesehen, was ich auch ein bisschen bereue mittlerweile. Aber also wir sind ja alle so groß geworden eigentlich schon in diesem neoliberalen Gedanken, mach was aus dir, mach es bitte schnell und hab gefälligst schon in der Schule einen Plan davon, wie dein Leben verlaufen wird. Das ist erst bei ziemlich Anti-Punk, würde ich sagen. Sozusagen all das Ausprobieren, all das Experimentieren mit der eigenen Biografie, das war sozusagen nicht vorgesehen. Ne? Da war eine Leerstelle. Jetzt ist eine ganz andere Situation. Es gibt diese Bewegung, die du gerade angesprochen hast, Black Lives Matter, Me Too, Fridays for Future, Unteilbar, finde ich zum Beispiel auch eine ganz gute Bewegung hier aus Berlin. Und ich bin erstmal wahnsinnig froh, dass junge Leute wieder auf die Straße gehen und sich miteinander solidarisieren für ein Thema. Ja, gebe ich das ist zweifellos recht. Ja, das ist fantastisch. Was mich daran ärgert, ist, dass sozusagen die Lösung der Probleme dann auch immer auf diese Leute dann verlagert wird. Ne? Also ich finde so Fridays for Future, eine Bewegung, der ich mich jetzt so erstmal auch mit am nächsten fühle von all diesen Bewegungen, die sind der Stichwortgeber für uns. Aber das ist ja nicht nur deren Aufgabe, das zu realisieren, was sie fordern. Das ist ja unser aller Aufgabe. Und insofern bin ich ihnen erstmal dankbar, dass sie auf die Straße gehen. Aber es wird zu beobachten sein, wie sich das entwickelt. Ja, es ist ja vielleicht auch so ein bisschen anzunehmen, merken, dass die Form des Protests, des auf die Straße gehens, ja auch so ein bisschen gekapert wurden von den Rechten, also seit Pegida und dann jetzt Querdenken-Demos. Also ich finde, man muss schon genau gucken, wo man sich einreiht, was man sich unterstützt. Also uns geht das als Band so, wir könnten jeden Tag irgendwelche Posts machen von Leuten, die uns anfragen, aber wir schauen da mittlerweile auch sehr genau tatsächlich. Muss man auch, ich finde auch, man sollte sozusagen als Musiker, Musikerin, Künstler ein bisschen nochmal auch eine Beobachterposition haben und sich nicht zu leicht vor den Kahn spannen lassen. Dass da aber gerade junge Leute weltweit auf die Straße gehen und gegen den Klimawandel protestieren und eigentlich damit ja auch gegen eine Form des Wirtschaftens und sozusagen insgeheim eigentlich gegen den Kapitalismus auf eine Art auch, unterstelle ich Ihnen mal, finde ich erstmal begrüßenswert. Aber du hast recht, es gibt natürlich dieses Element von unreflektierten Protestkultur. Jetzt bin ich in Berlin, die Querdenker-Demos. Es ist ja vielleicht irgendwie ein demokratisches Element, dass die auf die Straße gehen und sagen, hey, das ist unsere Meinung. Aber was da skandiert wird, ist natürlich vollkommen fürchterlich und von vorgestern. Ja. So. Und ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass gerade die Erregungsschwelle ziemlich gering ist. Man geht schnell mal auf die Straße, man empört sich sehr schnell. Und das ist vielleicht das Gegenteil von dem, was wir damals bemängelt haben. So, ne? Ja, ich finde es ganz gut, wenn man den intellektuellen Überbau nicht vergisst. Ja. Deshalb mag ich euch auch eure klugen Texte. Ich finde zum Beispiel ein paar Zeilen aus dem Song Im Prinzip gegen das Prinzip sehr schön. Verwende deine Jugend. Demontiere die Dämonen, reiß die Zeit aus ihren Fugen, deprimiere die Depression. Also ich finde es echt gut, einerseits so die alten Parolen in Frage zu stellen, so diese ewige Punk-Gestus, verschwende deine Jugend, obwohl Gabi Delgado, Ruhe in Frieden. Und über die Zeile deprimier die Depression, finde ich, kann man sehr viel nachdenken, wenn man sowas Passives wie
deprimiert sein in was Aktives umwandelt. Also finde ich sehr schön. Ich bin zu dem Schluss gekommen, das könnte eine erfolgreiche Methode sein. Und inzwischen Hamburg und Berlin singst du, die Wellen kommen, doch ich bleib stark. Ich habe beschlossen, dass ich schwach sein darf. Ja. Sehr schöne Zeilen, wie ich finde. Ich meine, andererseits ist es ja im Pop so ein bisschen hip geworden, die eigenen mentalen Probleme zu thematisieren. Also befremdet dich das eigentlich manchmal auch? Also ich finde, also das passiert manchmal schon in der großen Grenzenlosigkeit und mündet fast in so einen Exhibitionismus. Ja, finde ich auch. Wie siehst du das? Das sehe ich ähnlich. Ich muss dazu sagen, ich habe hier in Berlin mehr schlecht als recht, aber doch ein paar Semester Psychologie studiert. Ah, also doch die Uni. Das erklärt einiges. Das erklärt einiges. Ja. Ja, gut. Und ich habe auch tatsächlich, glaube ich, jetzt seit... Aber es ist jetzt auch viel Exhibitionismus. Aber man kann es ja sagen, ich habe auch Erfahrung mit Psychotherapie. Mhm. Und finde das eine sehr gute Sache. Und finde das einen sehr geschützten Raum in unserer Gesellschaft, wo man einfach offen sprechen kann, so wie man, oder man kann das Sprechen auch üben sozusagen. Man kann Emotionalität üben. Und das finde ich sehr gut. Insofern gebe ich dir einerseits recht, dass es einen gewissen Exhibitionismus gibt oder vielleicht auch eine Flapsigkeit im Thema unter dem Hashtag Mental Health. Andererseits finde ich es gut, dass darüber gesprochen wird, dass wir ein Bewusstsein dafür schaffen, dass die Gesundheit unserer Psyche genauso wichtig ist wie die Gesundheit unserer Zähne. Mhm. Zum Zahnarzt geht man wahrscheinlich öfter als zum Psychologen. Ich fände es eigentlich gut, wenn die Leute so vorbeugender auch mal zur Psychologin gehen würden. Gleichzeitig sehe ich aber auch die Gefahr, dass tatsächliche psychische Krankheiten, also eine Depression ist was sehr Handfestes und sehr Schwerwiegendes, so ein bisschen banalisiert werden dadurch. Ne? So. Ich kann für mich sagen, dass dieses Album ist in sehr großen Teilen entstanden unter dem Eindruck einer sehr schwierigen Lebensphase tatsächlich. Also ich hatte eine sehr schwere Trennung zu überwinden oder zu durchleben. Und das war eine unglaublich schwierige Zeit, sich da rauszukämpfen. Und ich wollte darüber schreiben, weil ich das wichtig fand, mit dieser Emotionalität zu arbeiten. Aber ich sehe auch die Gefahr, dass man mit sowas dann zu sehr hausieren geht. Gleichzeitig finde ich es gerade als Männerband gut, solche Gefühlswelten zuzulassen und nicht immer nur eine Stärke zu behaupten, die vielleicht oftmals auch nur performt ist. So. Ne? Ja, also natürlich. So. Ich glaube, das sind die zwei Seiten einer Medaille. Ja. Ich glaube, wenn nur noch unreflektiert so das eigene Befinden verlautbart wird, dann hat das einen sehr geringen Mehrwert. Wenn jemand eigentlich immer nur sagt, mir geht's so, ja, das langweilt mich wahnsinnig. Das sehe ich absolut. Und ich finde, du, wenn du das jetzt sagst, dass das eine schwierige Lebensphase verhandelt, das spielt ja bestimmt auch auf so einem Song an, wie weißt du es noch zum Beispiel, das hat ja aber einen großen Mehrwert, weil man das, der Song beschreibt ja nicht nur das Befinden von Paul Pötsch im Jahr so und so, sondern ich kann damit auch darüber hinaus was anfangen. Und das ist der, deinen mentalen Zustand in der Zeit. Und das ist der springende Punkt. Ich finde, wenn man, oder was mir wichtig ist beim Texte schreiben, ist, dass ich nicht mit meiner eigenen Emotionalität hausieren gehe, sondern versuche, die irgendwie so begreiflich zu machen, dass sie ein bisschen was Universelleres hat. Mhm. Und das kann Pop wahnsinnig gut. Im letzten Endes ist das scheißegal, ob ich das singe oder jemand anderes, weil es geht ja um den Song, der dabei herauskommt. Und das finde ich schon wichtig, wenn man private Erfahrungen und Songs einfließen lässt, dass man die irgendwie gesellschaftlich denkt und sich im Austausch mit der Gesellschaft befindend denkt. Und dann wird es größer und es ist nicht nur Nabelschau. Und das ist mir schon wichtig. Ja, ja, das glaube ich auch. Und die Musik hilft natürlich, das irgendwie zu transportieren und das auch überhaupt zulassbar zu machen, so diese Intimität, finde ich. Und ja, wir haben jetzt viel über die Texte geredet. Ich würde aber auch gerne vielleicht mal ein bisschen auf die Musik zu sprechen kommen. Vielleicht mit einer kleinen Nerdfrage, ja, möchte ich mal anfangen. Was ist das eigentlich am Anfang da von zwischen Hamburg und Berlin? Ist das ein Schifferklavier? Ist das gesampled? Was ist das? Ich habe letztes Jahr in Leipzig und in Hannover am Theater Theatermusik gemacht. Für mich auch eine vollkommen neue Erfahrung. Ja. Also, nicht so wie mit Carsten, so eine eigene Show, sondern halt so für andere Leute da als Musiker sitzen und was machen, so, ne? So auftragsmäßig. Also wirklich jeden Abend oder wie? Nee. Genau, ja. Also auch in den Aufführungen? In den Aufführungen, oder? Genau. Und das war eine wahnsinnig tolle Erfahrung, weil man sich so richtig zurücknehmen muss. Und auf was für ein Instrument hast du gespielt? Gitarre vor allen Dingen, natürlich. Und man ist so richtig Handwerker und muss da so irgendwie so das so machen. Das fand ich irgendwie gut und lehrreich und dann habe ich mir im Zuge dessen ein Akkordeon gekauft, aha, weil ich dachte, ein richtiger Theatermusiker braucht ein Akkordeon.
Also so eins, vier Tasten. So eins, ja. Nee, warte, wo sind die Tasten? Links und rechts. Ja. Du hast links immer nur Quinten im Bass und rechts hast du eine normale Klaviatur. Ja, Akkorde quasi. Oder genau, so. Mhm. Genau. Genau, links hast du Akkorde, Moll, Dur, Siebener. Braucht man da und so viele Muskeln eigentlich für das Ziehen? Nee, es geht. Es ist ein kleines, ja, ja. Ist ein kleines Akkordeon. Ja. Ja, jedenfalls, ich kann das natürlich überhaupt gar nicht spielen, habe ich dann gemerkt, als ich es mir gekauft habe. Und es war auch wahnsinnig teuer, das reparieren zu lassen. Egal, trotzdem, mhm, ich wollte, dass es auf die Platte raufkommt, weil ich finde, zum Beispiel, ich weiß nicht, Beirut kennst du auch, oder? Die Band. Mhm. Mhm. Finde ich persönlich unglaublich gute Musik. Gefällt mir wahnsinnig gut. Und da hat das Akkordeon immer so was unglaublich Melancholisches. Ich finde, ja, Akkordeon ist entweder unglaublich nervig und kitschig, ja, und so, ne, Hafenrundfahrt und so. Oder es hat... Oder Montmartre oder sowas. Nee, oder wie heißt das? Jan Thiersen. Ja. Jan Thiersen Soundtrack von Amelie, wobei der ist auch gut in Teilen, finde ich. Mhm. Ola, es hat diese Weite und diese Sehnsucht und dieses Unerfüllte. Und das ist natürlich wahnsinnig abgegraben, aber gleichzeitig fand ich das toll, in dem Lied, mhm, das zu machen. Weil es ist ja auch so ein bisschen... Also im Song geht es ja auch so ein bisschen darum, wie es sich anfühlt, irgendwie Mitternacht in Landungsbrücke in Hamburg zu stehen, mhm, und sich einmal so richtig den Kopf wegpusten zu lassen, ja, und nochmal von vorne anzufangen. Ich dachte, vielleicht ist das irgendwie ein Sample aus so einem Hans-Albers-Song oder so. Nee, ich habe selber, hab selber Akkordeon gespielt. Ja. Jetzt ist es raus. Ja. Gut, sehr gut. Das ist hier jetzt öffentlich gemacht. Ja, und es gibt drei Videos schon zum neuen Album. Ja. Einerseits das leichtfüßige, aber auch kunstvolle Wann, wenn nicht. Ja. Dann das Super 8 Lyric Video, aus Prinzip gegen das Prinzip. Ich mag übrigens diese Möwe mit dem schwarzen Kopf sehr gern. Mag ich auch gerne. Diese Möwen finde ich eh, die mit den schwarzen Köpfen finde ich, die sind die schönsten. Und dann gibt es noch das Spielfilmähnliche, weißt du noch, mit Anna Berthaud. Anna Berthaud, genau, sie, ne? Ja. Als Hauptdarstellerin. Die Budgets für Videos sinken ja und sinken auf und jeden sinken Fall, und ja, sinken mit, ja, jedem Album, das man macht. Und, aber trotzdem finde ich, kommen immer noch schöne Sachen und fast originellere Sachen dabei raus als noch vor einigen Jahren. Das Videoformat ist irgendwie auch frei geworden. Wie siehst du das? Wie wichtig sind überhaupt Videos für eine Band wie Trümmer? Also ich finde, dass eine gute Videoidee nicht viel Geld braucht, mhm, tatsächlich. Und für uns ist es schon wichtig, weil wir tatsächlich mit dem Album als Person so ein bisschen zurücktreten wollten. Mir war es wahnsinnig wichtig, dass die Musik und die Texte im Vordergrund stehen. Deswegen auch Lyric Video und hat die ganze Zeit diese handgeschriebenen, mhm, Sachen von mir. Und man sieht uns mal so am Rande, aber eher so bei der Arbeit. Und das fand ich irgendwie ganz geil, so dieses ganze Rockstar-Ding einfach mal komplett wegzuwischen und das komplett entweder an Schauspieler und Schauspielerinnen abzugeben, mhm, wie bei Weißt du noch, oder uns ganz nüchtern bei der Arbeit zu filmen. Das fand ich super. So der Musiker, Musikerin ist eigentlich nichts anderes als ein Bäckermeister. Für dieses Album war mir das, ja, wichtig, das einmal, mhm, alles so einzudampfen, weil ja Interzone sehr groß gedacht war, mhm, und so in der Nacht stattfand und alles war so mit Neonlicht ausgeleuchtet und so sehr künstlich 80s. Und jetzt fand ich so die Inszenierung des Echten fand ich gut. Ja, das ist eine schöne Gegenseite, ja, dazu. In, ja, ja, Form auch. Ja. Inszeniert ist es ja immer, ne? Also da braucht man sich ja nichts vormachen. Das ist ja trotzdem, auch wenn man authentisch sein will, sind wir ja auf der Bühne und stellen irgendwas her, was nicht, ja, das normale, echte Leben ist. Aber ja, es gab mal so, kennst du August Sander, den Fotografen? Mhm, ja, klar. Menschen des 20. Jahrhunderts. Genau. Ganz toll. Ja. Er hat einfach Menschen bei der Arbeit fotografiert. Mhm. Und so habe ich mir das ein bisschen vorgestellt. Und wie sie aussehen, ja, dann der Bäckermeister, der Metzger, aber auch, war dann ja auch viel so 20er, 30er Jahre, dann so auch so die Gesichter, Nationalsozialisten, ja, und so, also hat ja auch, ich finde es ein sehr spannendes Thema, da begibt man sich auch so ein bisschen auf politisches Glatteis dann, ne? Wie, was spiegeln, können Gesichter die Gesinnung widerspiegeln, mhm, und so, aber ganz toll, finde ich auch. Die letzten Zeilen des Albums im Song Wie spazieren geht lauten, mhm, manchmal ist das Beste nicht gut genug, ist das nicht sonderbar? Schöner Abschluss, finde ich. Ohnehin finde ich gerade diese letzten drei Songs, die mag ich ganz besonders. Zwischen Hamburg und Berlin, Tauben an der Ime und Wie spazieren geht, das ich eben ansprach. Ich finde, die nehmen sich viel Zeit, da sind viele tolle Bilder drin. Man kann sich richtig in die Musik fallen lassen, dann zum Ende dieses Albums. Und übrigens finde ich auch die Idee der singenden Tauben in Tauben an der Ime sehr schön, weil eigentlich gurren diese Vögel ja nur. Und aber genau, was ich eigentlich fragen wollte, manchmal ist das Beste nicht gut genug, ist das nicht sonderbar? Steckt in diesem Album vielleicht auch ein wenig der heimliche Wunsch gegen das Theoretische, gegen das ständige Einfordern? Sind euch da Utopien vielleicht auch ein wenig verdächtig geworden?
Oh, das ist eine große Frage. Du musst erstmal nachdenken, weil tatsächlich gerade bei dem Text, den du gerade ansprichst, der ist sehr, sehr privat gemeint. Mhm. Also das Album handelt eben auch in großen Teilen, nicht ausschließlich, aber in großen Teilen eben von dieser Trennung tatsächlich und der Bewindung dieses Schmerzes und dem Weitermachen. Und zum anderen Teil handelt es natürlich von dem, was wir am Anfang drüber gesprochen haben, von diesem Gefühl zwischen Aufbruch und Ohnmacht und gehen wir jetzt zusammen nach vorne oder schauen wir zurück auf eine Vergangenheit, die eigentlich auch nie toll war, aber die wir wieder herstellen wollen. Mhm. Das ist ja gerade so die politische Gemengelage, finde ich zumindest, in überall eigentlich, in Deutschland auf jeden Fall auch gerade. Aber jetzt speziell zu diesem Text ist es wirklich so, dass man sich denkt, hey, es war doch eigentlich, alle Zutaten waren da für eine gelingende Beziehung, aber wir haben nichts draus gemacht. Jetzt da einen theoretischen Überbau zu sehen, finde ich spannend. Und das ist natürlich auch das Tolle an Texten, dass sie das können. Ich finde das ein spannendes Thema, was du ansprichst, weil ich habe letztes Jahr in Hannover mit Albrecht Schrader, ich weiß nicht, den kennst du auch, zusammengearbeitet für einen Theaterabend, der hieß Grundgesetz in Konzert, wo man sich irgendwie kritisch mit dem Grundgesetz beschäftigt hat. Da haben wir versucht, Songs darüber zu schreiben, über die Sätze, die da so drin sind. Da sind teilweise sehr seltsame Sätze klingt drin. Klingt ja sehr trocken. Klingt erstmal sehr trocken. Wir haben eigentlich einen ganz guten Abend draus gemacht. Ja. Und da haben wir auch darüber gesprochen, ob nicht manche Utopien sozusagen eigentlich schon bereit liegen, aber noch nicht verwirklicht sind. Also muss man dann immer nach vorne schauen. Dann kam mir irgendwann auch auf den Gedanken, ja, was da so drin steht im Grundgesetz, die Würde des Menschen unantastbar und diese ganzen Sachen, die das man so kennt. Das geht schon sehr weit eigentlich. Das ist toll. Das ist eigentlich ein unglaubliches Versprechen. Ist und auch sehr poetisch. Ist poetisch und da gibt es auch Paragraphen, die davon handeln, dass wir der künftigen Generation die Natur in einem unversehrten Zustand überliefern sollen und alles solche Dinge. Und man denkt sich, wow, das haben die 49 geschrieben. Und es ist eine Utopie, die sozusagen eigentlich in der Vergangenheit formuliert wurde, die aber immer noch nicht verwirklicht ist. Mhm. Also kann sein, dass solche Gedanken unterbewusst mit reingespielt haben. Also, Paul, hat mich sehr gefreut, dass wir uns über euer neues Album unterhalten konnten. Danke auch. Und liebe Zuschauerin, liebe Zuschauer, ich hoffe, ihr hattet auch ein wenig Spaß. Und ich wünsche dir schöne Konzerte. Ich hoffe, sie können stattfinden allesamt. Ich hoffe auch. Und grüß die anderen. Mach ich. Du auch. Bis bald. Ne? Bis bald. Ciao. Tschüss.